Wir wollen nun die folgende Menge betrachten, und zwar die Menge aller Turingmaschinen. Sei L unten Tm die Menge aller Turingmaschinen. Und wollen uns überlegen, ob dies eine abzählbare Menge ist. So, wenn wir eine Turingmaschine haben, sei also M Turingmaschine, dann können wir für M das Gödelwort einer Turingmaschine bestimmen. Ja, dann ist G von M Gödelwort. Und das ist ein Wort über dem Alphabet, bestehend aus den Zeichen Alpha, Beta, Lambda, Rho, A und Strich. Ja, das waren die Zeichen, die wir verwendet haben, um eine Turingmaschine, insbesondere die Übergangsfunktion einer Turingmaschine, zu kodieren. So, wenn wir jetzt diesem Alphabet einfach Ziffern zuordnen und sagen, das Alpha ist das erste Zeichen, zweite Zeichen, dritte Zeichen, vierte Zeichen, fünfte Zeichen und das sechste Zeichen, dann lässt sich jede Turingmaschine durch eine einzelne Zahl beschreiben. Ja? Also dies macht G von M zu einer Zahl. Das nennen wir jetzt mal die Gödelzahl der Turingmaschine M. Andererseits, wenn wir eine natürliche Zahl N haben, auch das können wir als die Gödelzahl einer Turingmaschine interpretieren. Wenn wir nämlich sagen, wir betrachten die Maschine M unten N, die wie folgt definiert ist. Und zwar ist das die Turingmaschine M, falls G unten M gleich n ist. Ja, wenn also n wirklich die Gödelzahl einer Turingmaschine M ist. Oder wir sagen, wir nehmen eine triviale Turingmaschine, bestehend nur aus der einen Aktivität, dass einmal das Blank geschrieben wird. Falls nämlich kein M existiert, mit G von M gleich n. Wenn wir eine Zahl n gegeben haben, dann können wir natürlich einfach überprüfen, ob dieses n tatsächlich die Gödelzahl einer Turingmaschine ist. Ja, wir gucken nämlich einfach nach, ob das n tatsächlich die Übergangsfunktion einer Turingmaschine beschreibt. So, und damit, was haben wir damit? Wenn wir uns die Folgenabbildung angucken, und zwar f, die abbildet von n nach L unten Tm, und zwar dass f von n gerade gleich m unten n ist, ja, dann ist dies eine surjektive Abbildung zwischen der Menge der natürlichen Zahlen und der Menge aller Turingmaschinen. Ja, und damit ist auch die Aussage gezeigt, dass L von m eine abzählbare Menge ist. So, was folgt nun daraus? Wenn wir uns überlegen, wir haben ein endliches Alphabet, nicht leer, und endliches Alphabet, dann wissen wir zunächst mal, dass Sigma Stern eine abzählbare Menge ist. Wir wissen aber auch, dass die Menge 2 hoch Sigma Stern, nämlich die Potenzmenge von Sigma Stern, dass diese Menge überabzählbar ist. Warum ist das der Fall? Das wollen wir uns kurz überlegen. Ganz allgemein gilt, wenn M eine abzählbar unendliche Menge ist, dann gilt, dass die Potenzmenge überabzählbar ist. Wie zeigt man das? Nun, sei M abzählbar unendliche Menge, dann können wir das aufschreiben als M1, M2, M3 und so weiter. Dann können wir jedes Element T aus 2 hoch M lässt sich darstellen durch eine Binärdarstellung. Und zwar wie folgt. Die ite Stelle in der Binärdarstellung hat den Wert 1, genau dann, wenn mi Element aus T ist. Ja, also T ist eine Teilmenge von M, ja, und wenn das Element M unten I, wenn das Element dieser Menge ist, ja, dann wird die ite Stelle in der Binärdarstellung auf 1 gesetzt. Ja, als Beispiel, wenn wir die Menge M2, M4, M5 haben, ja, dann können wir dies darstellen als das Binärwort. An der zweiten Stelle steht eine 1, an der dritten Stelle steht eine 0, an der vierten und fünften Stelle steht eine 1. Und sonst weiterhin nur 0. So, was können wir hiermit machen?
können jedes Element aus 2 hoch m lässt sich auf diese Art und Weise präsentieren oder darstellen. So, und jetzt kommt der eigentliche Nachweis, dass die Potenzmenge von m, dass das eine überabzählbare Menge ist. Da machen wir ein Diagonalisierungsargument. Wir nehmen an, dass 2 hoch m, also die Potenzmenge von m, abzählbar ist. Das heißt, wir finden eine Zuordnung der natürlichen Zahlen zu den Elementen dieser Potenzmenge. Das heißt, wir können die Elemente aufschreiben als T1, T2, T3 und so weiter. Diese Elemente können wir nun in einer Tabelle aufschreiben, ja, wo wir im Prinzip alle Elemente nach und nach aufschreiben. Und wir tragen dort ein, beispielsweise besteht dieses Element aus den Elementen von m, und zwar nur aus dem ersten Element. Dies sei beispielsweise dieses Element T3, sei dieses Element und so weiter. So, was machen wir jetzt? Jetzt gucken wir uns die Elemente auf der Hauptdiagonalen an. Das heißt, wir gucken uns dieses Element an, wir gucken uns dieses Element an, wir gucken uns dieses Element an und so weiter. Und was machen wir? Wenn wir die Elemente auf der Hauptdiagonalen invertieren, was heißt das? Naja, das Element, was wir hier auf der Hauptdiagonalen haben, dann invertieren, ist ganz offensichtlich eine Binärdarstellung. Als Binärwort ist es die Kodierung eines Elementes t aus 2 hoch m. Ja, weil jedes Binärwort ist die Binärdarstellung eines Elementes aus der Potenzmenge von m. So, durch die Invertierung, was haben wir da? Es ist ungleich dem ersten Element, weil es sich an der ersten Stelle unterscheidet. Es ist ungleich dem zweiten Element, weil es sich an der zweiten Stelle unterscheidet. Und es ist ungleich dem ithen Element, weil es sich an der ithen Stelle auf der Hauptdiagonalen unterscheidet. Das heißt, an welcher Stelle taucht dann aber dieses Element selbst auf? Das heißt, gar nicht. Da ist sicher von jedem der Elemente in dieser Tabelle unterscheidet, wie wir uns hier überlegt haben. Das ist aber ein Widerspruch zu der Annahme, dass wir alle Elemente in dieser Tabelle aufgeführt haben. Ja, und damit haben wir unsere Annahme widerlegt. Und insofern ist die Potenzmenge von m, wobei m eine abzählbar unendliche Menge ist, selbst überabzählbar. So, was hat das nun für eine Konsequenz? Das war ja unser Startpunkt. Wir hatten uns überlegt, die Menge aller Turing-Maschinen ist abzählbar. Die Menge Sigma Stern über einem nicht leeren endlichen Alphabet ist eine abzählbare Menge. Ja, und die Potenzmenge von Sigma Stern ist überabzählbar. Was ist aber gerade die Potenzmenge? Die Potenzmenge 2 hoch Sigma Stern ist die Menge aller Sprachen über Sigma bzw. Sigma Stern. So, jetzt haben wir zwei Sachverhalte. Wir wissen, die Menge aller Turing-Maschinen über einem Alphabet ist abzählbar. Das haben wir eben gezeigt. Auf der anderen Seite ist die Menge aller Sprachen über einem Alphabet ist überabzählbar. Ja, daraus folgt natürlich, es gibt Sprachen, die nicht durch eine Turing-Maschine akzeptiert werden. So, und wenn wir Sprachen jetzt als ganz allgemein als Probleme identifizieren, ja, und die Akzeptanz eines Wortes einer Sprache sozusagen als die Lösung eines Problems identifizieren, ja, dann ist auch klar, dass es Probleme geben muss, die wir nicht mit Hilfe von Turing-Maschinen lösen können. Ja, das ist ein spannendes Ergebnis.